Salzburg hat seine Sportler des Jahres 2012. Die großen Gewinner heißen Marlies Schild und Marcel Hirscher. Sie dürfen den goldenen Löwen Leonidas für ihre Leistungen in der vergangenen Saison stemmen. Der erste Eindruck, schwer ist sie, die Trophäe. Ja, es ist, ich habe geglaubt, er ist aus Holz. Aber da habe ich mich schwer getäuscht. Ich weiß nicht, aus was er ist, ist aber sehr, sehr schwer und eine coole Trophäe, muss ich sagen. Ja, er wiegt schon ein bisschen was, aber für mich wiegt er nicht schwer oder schon schwer. Es steckt natürlich viel Arbeit dahinter und ja, mich freut es, dass ich ihn heuer wieder mit heimnehmen darf. Weniger vom Gewicht des Löwen beeindruckt ist Stefan Kraft, Salzburgs Nachwuchssportler des Jahres. Er staunt vor allem über die vielen Sportgrößen, mit denen er plötzlich auf einer Bühne stehen darf. Ja, sicher, wenn man hört, dass da ein Marcel Hirscher da ist, der heuer den Weltcup da mit Großachtung gewonnen hat und nachher auch, wie ich gesehen habe, vor mir ist der Herr Schlierenzauer da, der Gregor. Und wenn der auch noch nette Worte von mir sagt, das ist natürlich super und da fühle ich mich schon geehrt und das freut mich natürlich. Trainer des Jahres ist Alexander Hödelmoser. Der Coach des US-Damen-Skiteams führte Lindsay Vonn und Co. in den letzten Jahren von Erfolg zu Erfolg. Jetzt darf auch er einmal im Mittelpunkt stehen. Im Moment sehe ich das wirklich so ein bisschen. Es ist eine jahrelange Arbeit mit Athleten, die passiert ist. Ich habe ja die Linse schon seit sie ins Skiteam gekommen ist, also die letzten 10 Jahre eigentlich schon betreut. Und man arbeitet immer im Hintergrund und das ist auch okay so. Also ich bin der Letzte, der sich da irgendwie in den Vordergrund stellen will. Aber es ist im Endeffekt dann, wenn man so eine Auszeichnung kriegt, ist eine Bestätigung für die Arbeit und das freut einen schon, ja. Emotional ist auch heuer wieder die Auszeichnung fürs Lebenswerk. Petra Kronberger bekommt dafür heuer den goldenen Leonidas. Ihre Entscheidung, die Karriere früh zu beenden, hat sie nie bereut. Nein, ich habe dadurch die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass ich so jung war, noch viel Neues zu lernen und auszuprobieren. Und ich habe so eine erfolgreiche Laufbahn hinter mir, dass ich einfach nur mit großem Dank und mit viel Glücksgefühlen auch zurückschauen kann. Und ja, das hat mir auch den Weg geebnet, sage ich mal, um eben noch einmal ein anderes Leben zu beginnen. 23 war Petra Kronberger, als sie in Skipension ging. Genauso alt wie Marcel Hirscher und etwas jünger als Marlies Schild. Für die beiden kommt der vorzeitige Sportruhestand allerdings nicht in Frage. Also ich denke jetzt noch nicht ans Lebenswerk. Also ich hoffe, dass ich hoffentlich nächstes Jahr wieder bei den Sportlern dabei sein kann. Und ja, was die Zukunft bringt, das weiß keiner und das werden wir sehen. Und ja, wer weiß, vielleicht los ist heuer. Keine Ahnung. Aber ja, nein, definitiv nicht. Und ich möchte bestmöglich wieder das kommende Jahr bestreiten einfach.